Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Grubi 1960. Heute ein schönes Projekt, nämlich ich werde diesen Speisewagen etwas aufhübschen mit diesen Leuchtdioden. Die werden hier Platz nehmen in den Tischen als Tischlämpchen und dieser Wagen stammt aus dem Set von Märklin 26512. Da habe ich auch noch die Lok dazu, das ist eine E110. Die soll das Ganze dann nachher im Verbund ziehen. Die vier Wagen, drei habe ich schon beleuchtet, das habe ich jetzt so nicht festgehalten. Das ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte, kann man hier im Prinzip auch gleich mit einbinden. Da unterscheidet sich praktisch die Beleuchtungsart nicht stark. Ich nehme hier eine Lichtleiste, die klebe ich mit einem doppelseitigen Klebeband. Und zwar verwende ich immer hier dieses, das ist dieses etwas dickere. Da nehme ich zwei Lagen, klebe das ans Dach hin und habe dann eine super bombenfeste Fixierung dieser Lichtleiste. Dann habe ich mir vorgestellt, ich werde hier, wie gesagt, in diese Tische diese gelben Leuchtdioden einbringen. Ich habe da ja schon die eine oder andere Variante gemacht und heute versuche ich es mal mit diesen gelben. Der Vorschlag gelb kam von meiner Frau. Sie hat ja schließlich auch hier ein Mitspracherecht. Und somit werde ich jetzt hier diese gelben Leuchtdioden, ich sage schon blaue, werde ich hier einbringen. Dazu habe ich das Gehäuse, wie gesagt, schon abgenommen. Jetzt geht es darum, die Innenausstattung hier herauszunehmen. Und dazu muss ich im Prinzip hier die braune Innenausstattung ausklipsen. Da hat man hier unten so kleine Nasen. Da drückt man einfach drauf mit einer Pinzette. Und ich kann das Ganze ausklipsen. Und dann fällt im Prinzip diese Inneneinrichtung heraus. Dann kann ich die im Prinzip hier aufbohren. Da habe ich ja im Prinzip schon kleine Kreise drin. Da werde ich jetzt hier dann jeweils eine Bohrung anbringen. Das sind 14 in der Zahl. Das wäre die eine Geschichte. Und jetzt kommen wir mal zu den stromführenden Kupplungen, die ja dieses Modell von mir bekommt. Da nehme ich mal die normalen Kupplungen weg. Ich bewege praktisch diese Kontaktplatte nach hinten und das mache ich, indem ich hier in diese Aussparung reingehe. Dann kann ich diese Abdeckung herunternehmen. Ich führe dann hier diese Feder, da gibt es ja so Umbausätze, die führe ich hier ein, lasse die nach unten fallen, schaue, dass hier an dieser Stelle die Nase in das Blech einrastet. Dann setze ich das Ganze wieder auf. Ja, das muss natürlich... Erst muss natürlich dieser Finger da drin liegen. Jetzt kann ich das wieder aufsetzen. Ne? Ja. Und dann nach hinten schieben. Und schon funktioniert
diese stromführende Kupplung. Hier oben wird nachher praktisch der Strom abgenommen für die Innenbeleuchtung und die Tischlämpchen. Und es wird hier über ein Kabel an das andere Ende des Waggons weitergegeben. Auch hier das gleiche Spiel. Ich fahre hier herein und kann dann diese Platte abnehmen. Setze hier auch diese Feder ein. Auch hier wieder das Ganze. Muss hier wieder sauber einrasten und dann kann ich hier diese Abdeckung aufsetzen. Da sind hier links und rechts zwei Nasen jeweils dran. Dann drücke ich das Ganze wieder nach vorn und siehe da, auch hier ist die Stromführung perfekt. Drehe das Ganze nach auf das Dach und dann habe ich hier so ein Federblättchen. Da nehme ich eine Achse heraus, schiebe das Ganze hinein, lasse diese Nasen in das Drehgestell einrasten, bringe diese Achse wieder ein und dann hält das Ganze ohne Verkleben oder sonstiges. Da kann ich dann nachher, wenn ich fertig bin, mein Kabel anlöten für die Masse. Und für Plus mache ich das natürlich hier oben. Diese Platte, die fällt immer sehr gern heraus. Ich fixiere das immer sehr gern mit ein bisschen Plastikkleber. Das muss nicht richtig bombig halten, aber der Plastikkleber, der ist sehr dünnflüssig und der verteilt sich dann wirklich richtig toll unter diesem Gewicht und dann hält die ganze Chose. Das wäre jetzt zum Fahrgestell zu sagen. Vorne, hinten noch eine stromführende Kupplung rein, die Kabel angelötet und schon habe ich hier eine Spannungseinbringung und eine Ausgabe. Der Wagen wäre dann unter Spannung. Kommen wir hier mal zu unserem Einsatz. Da nehme ich die Schieblehre, messe mir hier einfach mal die Breite aus, also den Durchmesser, und ich komme auf knapp 2 mm. Dann besorge ich mir einen Bohrer, der auch ungefähr die 2 mm hat und kann somit hier ein Loch einbohren. Ich mache das immer von Hand und dann von unten diese LED eindrücken und dann einfach wieder auf die Polung achten. Wir machen hier eine Reihenschaltung und kann dann, wir haben ja hier 14 Lämpchen, diese 14 muss ich mir dann halt ausrechnen, dass ich nachher ungefähr die gleiche Anzahl habe von Lampen in der Reihe. 7 wird ein bisschen eng. Man kann das mal versuchen, die sollen ja nicht brutal scheinen. Und wir haben ja eine 19 Volt Spannung nach dem Gleichrichter. Und dann kann man ja ausrechnen, die Brennspannung liegt ungefähr bei 1,6, 1,8 Volt. Dann leuchtet die richtig hell. Ich kann 7 Leuchtdioden nehmen. Ich rechne einfach mal mit 2 Volt, 2 mal 7 sind 14, 19 Volt haben wir zur Verfügung. Also ist das eine einfache Sache. Ich mache
zwei 7er Reihenschaltungen und dahinter, je nachdem wie hell das nachher wird, einen dementsprechenden Widerstand. Und dann habe ich meine Tischleuchtchen so in der Helligkeit, wie ich das gerne möchte. Und jetzt bohre ich hier, man merkt, das Ganze ist doch etwas, etwas porös schon. Da hat es schon geknackt. Jetzt muss ich hier mal was drunter legen, damit das nicht abreißt. Es hat etwas gedauert, aber ich habe es eingebracht, diese Bohrung. Und so sieht jetzt die Tischlampe aus. Von hinten ist das so zu sehen. Das macht es mir natürlich einfach, denn ich kann dann hier eine Brücke rüberlegen. Da kann ich hier etwas eintrennen, sodass ich im Prinzip hier eine Reihenschaltung bis nach unten herstellen kann. Das mache ich jetzt mit allen Lämpchen so, die hier, oder mit allen Kreisen, die hier aufgezeichnet sind. Und dann kann ich alle Leuchtdioden einsetzen. Das erspare ich euch jetzt und ihr seht, wenn die Löcher dann drin sind. Die Bohrungen habe ich alle jetzt eingebracht. Mir tut jetzt auch die Hand weh, aber so ist das wohl am besten. Das Ganze ist jetzt im Prinzip vorgebohrt und jetzt muss ich noch die Leuchtdioden von hinten anbringen. Auch hier achte ich natürlich auf die Polung. Ihr seht ja ein langes und ein kurzes Füßchen. Und dann könnt ihr einfach die Dinger so reinstecken. Da müsst ihr nicht mal großartig drauf achten, was ist Plus und Minus. Ihr achtet nur drauf, dass das lange Füßchen rechts ist. Das ist ja das Plus. Und so macht ihr alle 7 hier runter. Da macht man sich gar keinen großen Kopf erstmal. Ich sage immer, man muss sich's nicht immer zu verkomplizieren. Das geht dann auch so. So. Und jetzt haben wir hier 7. Und auf der anderen Seite mache ich das genauso. Ja, warum? Weil ich hier oben eine gemeinsame Flussleitung habe und hier unten einen gemeinsamen Masseanschluss. Und somit spare ich mir einiges an Verkabelung. So setze ich das ein. Ihr seht, die Leuchtdioden sind eingebracht. Ich fixiere jetzt die ganze Geschichte noch ein bisschen mit einem Tropfenfaller Plastikkleber. Ich verspreche mir da einfach ein bisschen besseren Halt. Der klebt relativ schnell an. Sehr schön. Jetzt kann ich mir das Ganze etwas anschauen. Ja, die passen eigentlich von der Länge alle.
Und jetzt lasse ich das gute Stück einfach hier so mal trocknen. Das Ganze habe ich jetzt hier verlötet und jetzt kommt noch ein Klebeband hier rein, um tatsächlich auch alles auszuschließen, dass es hier irgendwann mal einen Kurzschluss geben kann. Und so sieht das Ganze jetzt aus, wenn ich Spannung drauf gebe. Der Wagen ist jetzt auf meinem Testgleis. Ich habe hier als Schleifer sozusagen hier das Kabel angeschlossen an die stromführende Kupplung. Und ich gewähre euch mal einen Einblick in das Innere. Und das sieht einfach besser aus mit diesen Tischlampen. Und ich hoffe, es hat euch etwas gefallen, diese kleine Sonntagsbastelei. Und ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu können auf meinem Kanal. Und verbleibe bis zum nächsten Video. Euer Govi 1960.